Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Gerade eben im Livestream habe ich mit meinem Mates die fünfte Phase des Season 5 Ingame Teasers entdeckt in einem Tresor in der Nähe vom Zugdepot. Ein absolut geiler Ingame Teaser, ganz, ganz wichtig. Vorab, bevor ihr das versucht, solltet ihr euch klar sein, wenn ihr in diesen Tresor reingeht, zeige ich euch gleich, wo das ist. Ihr müsst die allerersten sein, die dort landen müssen. Da gibt es nämlich ein Element, das kann man aktivieren, was genau da passiert. Das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ich rate euch aber, wenn ihr in einem Dreier-Squad seid und mit Freunden das vielleicht zusammen erkunden wollt, steht so nah wie möglich zusammen und aktiviert dann das Element. Zwei Sachen gibt es in dem Tresor zu entdecken. Ich zeige euch jetzt erstmal den Spot, was passiert. Und ganz wichtig, danach muss ich euch ein kleines Detail zeigen. Es ist sehr, sehr interessant und jeder, der das aktiviert, wird das so schnell wahrscheinlich nicht entdecken. Also bleibt dran, schaut's bis zum Schluss, es lohnt sich. Lasst jetzt schon mal einen Daumen für dieses Video da, ein Abo, wenn ihr neu seid. Um keine weiteren Apex Legends Informationen zu verpassen, rund um Season 5 vor allem. Und es wäre geil, wenn wir die 500 Daumen Grenze heute mit diesem Video sprengen. Viel Spaß jetzt erstmal mit dem Teaser und dann melde ich mich gleich mit einem extrem interessanten Detail zurück. Viel Spaß. Stream crashed. Die ballern auch, also schneller da sein. Gleich die Spritze rein. Der ist offen. Vielleicht geht's ja wirklich gleich. Vielleicht jemand gleich in die Hand. Oh, hier ist was. Want your treasure back? Come see me. Ja, da ist er schon, der Lower Teaser. Der ist dauerhaft offen. Der war bestimmt schon die ganze Zeit offen. Ja, die war schon da. Mehr oder weniger. Want your treasure back? Come see me. Und wo kann man sie sehen? Das ist die Frage. Ich glaube, das ist die sechste Phase. Lifeline hab ich. Wow, was ist hier los? Ich bin weg. Ich bin woanders. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin weg. Ich bin irgendwo unterirdisch. Oh mein Gott, was passiert hier? Ich bin wieder da. Wer jetzt denkt, dass das bisschen wegteleportieren und wieder zurück teleportieren in ganz kurzer Zeit, dass das schon alles war, hat vielleicht ein extrem wichtiges Detail verpasst. Und damit meine ich nicht, wo wir uns überhaupt befinden. Wer genau drauf achtet, und es werden wahrscheinlich die wenigsten werden auf die Minimap geachtet haben. Wir befinden uns zur Erinnerung auf dem World's Edge. Ich zeige euch jetzt erstmal, was wir überhaupt sehen, wo wir hin teleportiert werden. Optisch zumindest. Moment, dazu sprechen. Das war falsch, sorry dafür. Wir befinden uns nämlich in, man könnte sagen, in dem Lobby-Bildschirm. Wir befinden uns genau auf dieser Brücke, wo der Octane gerade steht. Stellt euch jetzt einfach mal die Banner im Hintergrund weg und wo Loba im vierten Teaser kurz mal hier durchläuft. Links und rechts sehen wir die ganzen Roboter im Pathfinder-Style und wir laufen diese Brücke lang, bevor wir wieder wegteleportiert werden. Was aber viel, viel interessanter ist. Moment, dazu muss ich nochmal zurück. Schalten, und zwar hier. Ich blende euch jetzt einen Screenshot von meinem Livestream ein. Moment, welcher ist das? Das ist der. Was war das? Das war das. Okay, hier. Schaut mal genau auf die Minimap und verratet mir, ob ihr der Meinung seid, ob wir immer noch auf dem World's Edge sind. Das ist ein Minimap-Ausschnitt vom King's Canyon. Oben links. Ich mache das jetzt einfach mal spaßeshalber ein bisschen größer. Moment. Einfach damit ihr den Beweis habt, dass das ein Screenshot aus meinem Livestream ist. So, schaut euch diesen Bereich genau an. Und jetzt zeige ich euch, Moment, merkt euch einfach die zwei Berge links und rechts. Jetzt mache ich das wieder weg und mache hier den King's Canyon auf. Ich mache hier mal einen Pfeil hin, weil ich es gerade einfach nicht anders hinkriege. Wir befinden uns nördlich von Skull Town, wie der Pfeil zeigt. Befinden wir uns, sobald wir uns teleportieren, kurzzeitig unterirdisch auf dem King's Canyon. Ist das nicht absolut abgefahren? Ich hoffe, ihr könnt es grob erkennen. Ich mache das hier nochmal an. Die zwei deutlichen Berge links und rechts sind genau dieselbe Form. Ich kann auch hier vielleicht das noch ein Stückchen größer machen, für die, die das vielleicht immer noch nicht ganz erkennen. So, wo sind wir? Genau, wir sind ja, ich mache es mal genau mittig, damit ihr das seht. Einmal so. Jetzt überblenden wir das einfach mal
hier. Ach Moment, wir können es ja ganz einfach machen. Hier ist doch viel einfacher so. Wenn wir das jetzt übereinander legen, sehen wir eindeutig, dass wir uns kurzzeitig auf dem Kings Canyon befinden. Ist das nicht eine absolut kranke Geschichte? Ist wahrscheinlich so ein bisschen teasermäßig für das Tunnelsystem, was sich im Kings Canyon befindet ab Season 5. Was ich getestet habe mit meinem Squadmates, als wir wieder auf der Königsschlucht normal gespielt haben, waren wir genau an dem Spot, wo wir uns unterirdisch befinden, natürlich oberirdisch. Wir haben leider da nichts finden können und das ist vielleicht meine Vermutung, dass die sechste Phase auf dem Kings Canyon ist und wir vielleicht rund um diesen Spot irgendeinen Eingang zu diesem Tunnelsystem schon finden könnten. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung von mir. Die sechste Phase fängt übrigens am 5. Mai an und geht bis zum 7. Und wer diese ganze Geschichte rund um dieses Teleportationsgedöns testen will, hat vom 1. bis zum 4. Mai Zeit und danach verschwindet dieser Teaser und dann vom 5. bis zum 7. ist dann der Ingame-Teaser um Phase 6 am Start. Ich werde euch natürlich diesbezüglich auch auf dem Laufenden halten. Das soll es von mir gewesen sein. Wie gesagt, 500 Daumen nach oben für dieses Video würde ich mich sehr darüber freuen. Lasst dem Video, wie am Anfang schon gesagt, einen Daumen nach oben da. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.